Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja in dem letzten Live schon gesagt, dass eine neue Bestellung auf dem Weg zu mir ist. Und ich habe wieder bei Craftelia bestellt. Und ja, so ein paar Basic-Sachen und auch ein bisschen was zum Ausprobieren. Das könnte man natürlich auch super dann eventuell irgendwie im Live mal machen. Und natürlich als erstes mein All-Time-Favorite, der Tacky-Glue. Wieder in der großen Flasche. Das sind jetzt, wie viele Milliliter sind das? 500 Milliliter. Ich fülle ja einfach immer nur meine kleinen Flaschen auf. Es ist für mich einfach einer der besten Kleber. Ich nutze den jetzt schon über ein Jahr, wenn nicht sogar schon länger, und bin echt total zufrieden. Ob das jetzt große Projekte sind oder kleine Projekte sind, er ist recht dickflüssig. Das finde ich auch ganz cool, weil ich finde es immer so doof, wenn man Kleber aufträgt und der läuft dann vom Papier. Also der läuft dir weg. Und du musst so denken, so, Hilfe. Und das ist bei dem hier überhaupt nicht. Genau, ich habe den eben umgefüllt in die kleinere, in diese hier. Also die sieht auch schon echt gebraucht aus, weil ich fülle das einfach immer wieder auf, weil die hier echt cool sind. Und jetzt habe ich mir auch so kleine geholt mit dieser Nadelspitze. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich kann nur sagen, für mich einfach ein Kleber, der wirklich Spaß bringt und man sich auch nicht ärgern muss oder so. Das ist wirklich immer ganz cool, wenn man Kleber hat, mit dem man zufrieden ist. Genau, das also zu dem, was ich immer mitnehme, der Tacky Glue. Dann hatten wir auch in einem Live mit verschiedenen Pasten rumgetüdelt. Und mir ist da aufgefallen, dass ich meine Spatel, also diese Paletten Dinger hier nicht mehr wirklich gefunden hatte. Ich hatte nur noch eine gefunden und denke so, na, das ist irgendwie doof. Und jetzt habe ich mir einfach mal so ein Fünfer-Set hier nachbestellt. Sieht natürlich aus Plastik, aber ich mag das, dass das farblich immer so aufeinander abgestimmt ist. Also man kann sich ja, es gibt immer so zwei Grundfarben bei den meisten Sachen. Einmal dieses Türkis, Türkisblau und einmal Rosa. Und das finde ich ganz cool, weil man kann man immer gucken, dass man so in einer Farbfamilie bleibt oder in einem roten Faden bleibt bei der Farbe. Und genau, da habe ich mir jetzt das hier einmal mitbestellt. Braucht man zum Beispiel für Schablonen, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Also durften diese fünf Eimer mit. Und weiter geht es. Genau, ich habe mir mal zum Ausprobieren diese Applikatoren mitgenommen. Kennt ihr ja, ne? Also ich habe die zum Beispiel mit den flachen Puffdingern hier, diesen Schwämmchen. Und ich hatte jetzt gesehen, das ist von Craftelia, von der Eigenmarke. Das finde ich ja so cool, ne? Dass die so viel von ihrer Eigenmarke haben und die Preise eben auch wirklich gut sind. Genau, da haben wir eben zwei von diesen wunderschönen Applikatorenhaltern. Und was ich schon sagte, farblich abgepasst. Das passt natürlich toll. Und ich bin gespannt. Die sind jetzt ja eben so abgerundet, sind nicht platt wie sonst die anderen immer, die sind abgerundet. Da haben wir jetzt eben fünf Stück dazu. Und ich habe mir auch gleich nochmal so ein Auffüllpack hier bestellt und auch nochmal 10 Stück bei. Ich hatte nämlich überlegt, ich hatte mir ja mal vor ein paar Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, diesen Stempelturm gebastelt. Habe ich euch eine Anleitung zu gemacht. Und man könnte jetzt ja an der Außenseite, die noch frei ist, super diese Applikatoren anbringen, wenn man dann eben mal mit Schablonen arbeiten möchte. Und aus dieser Grundidee habe ich mir dann auch direkt noch diese kleinen Klettpunkte mitbestellt. Kann man dann nämlich super einmal die eine Hälfte auf die Pappe und die andere Hälfte dann braucht man dann meistens ja gar nicht, weil die hier ja auch so angeraut sind. Also die sind ja extra mit diesem Klettmechanismus und da habe ich mir eben einmal in Weiß und weil die bei mir ja recht bunt geworden sind, noch einmal in Türkis. Total coole Farbe. Sind 60 Stück. Hier haben wir einmal 13 mm Durchmesser und hier haben wir 15 mm Durchmesser. Gab es auch wieder in sämtlichen Farben. Also da kann man immer richtig, richtig gut gucken, welche Farbe einem gefällt. Das war so ein Kauf, es war schön. Kennt ihr den? Ja, ne? Den kennt ihr bestimmt alle. Ich habe diese Fotoecken gesehen und dachte mir so, oh, die Farben alleine, diese Farben. So unfassbar schön aufeinander abgestimmt und gab es natürlich auch wieder in anderen Sets. Ich habe jetzt aber diese beiden genommen, sind 40 Stück insgesamt. Fotoecken kann man ja immer mal gebrauchen, entweder auf zum Beispiel auch auf einer Karte. Wenn man eine Karte bastelt und da ist so eine Gutscheinkarte drin, dann könnte man eben auch diese Ecken benutzen. Es muss jetzt ja nicht immer unbedingt nur für Fotos sein. Und ja, diese Farben, die sind einfach traumhaft schön, deswegen konnte ich da nicht Nein sagen.
Ein Teil, worum ich jetzt irgendwie schon, ich weiß nicht, Jahre drum rumschleiche, und ich weiß auch immer nicht, warum ich es nie mitbestellt habe, ist dein T-Lineal. Ich habe kein T-Lineal und habe immer gedacht, oh, ich möchte echt gerne mal eins haben. Ich stelle mir das sehr, sehr vereinfacht bei manchen Dingen denn vor. Dann brauchst du eben nicht da mit Lineal oder Geodreieck rumhantieren, sondern kannst eben dieses T-Lineal nehmen. Und deswegen habe ich mir das mal mitbestellt, natürlich in Türkis, weil passt eben sehr, sehr gut. Und dann, ja, jetzt kommen die teureren Sachen. Ach nee, ich habe noch was von Craftelia, von der Eigenmarke, ganz neu entdeckt. Also für mich ganz neu, ob sie die jetzt schon lange drin haben, weiß ich nicht. Es gibt jetzt Stempelkissen und die haben so unfassbar schöne Farben. Also wirklich ein Traum. Das Ganze ist in einer Metalldose, das finde ich ja auch schon mal richtig genial, ne? Also das ist eine Mega-Sache. Genau, da haben wir eben hier das Stempelkissen drin und die haben so coole Namen. Hier haben wir eben Delfin, dann haben wir Orchidee. Das ist so traumhaft, ne? Also wirklich so, so schön. Ich bin gespannt, wie die stempeln. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht ausprobiert. Also die sind wirklich ganz frisch hier eingezogen und wurden noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich hier noch einmal Turtle, also Schildkröte. Und ja, ich fand, also ich, erstmal, dass es in der Metalldose ist, finde ich ja mega genial, ne? Also es sieht so, so cool aus. Und ich bin gespannt, was man mit denen machen kann. Also ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob die auf Wasserbasis sind, also ob man die mit Wasser aktivieren kann, also so ein bisschen vermischen kann. Oder ja, also einen ganzen Stempelfachwissen, den wir ja alle schon haben. So wie bei schwarzen Stempelkissen, da gibt es ja auch unzählig viele verschiedene. Aber ich finde die alleine schon super dekorativ, oder? Mega, mega schön. Da habe ich mir jetzt erstmal die drei Farben hier bestellt. Da werden aber auch definitiv noch mehr einziehen, weil die Farben einfach so toll sind. Ich bin wirklich gespannt. Da könnt ihr mir mal schreiben, ob wir das nämlich auch mal im Live ausprobieren wollen, wie diese Farben wirken. Also ja, was kann man damit machen? Wir probieren uns einmal durch das ganze Regal durch. Und dann kommen wir jetzt zu den teureren Sachen. Ich habe mir Distress Inks bestellt. Ich habe ja schon einige Distress Oxide. Das sind ja die, die man mit Wasser aktivieren kann. Und die Distress Inks ja nicht. Und da habe ich ein paar mir bestellt. Unter anderem Pumice Stone. Die Namen sind auch echt immer Programm, oder? Genau, also so ein Grauton. Dann hier dieses Fossilized Amber. Das ist so ein Senfgelb irgendwie. Das ist total cool. Das habe ich, meine ich, auch schon als Distress Oxide. Ich wollte jetzt aber eben welche haben, die, wo man nicht Angst haben muss, dass das irgendwie weiterfärbt oder sonstiges oder irgendwie nochmal reagiert. Denn Peel It Paint und Pick It Raspberry. Genau, das sind jetzt also meine, nee, es sind nicht meine ersten. Ich habe schon ein Distress Ink, aber ich habe jetzt also erst fünf. Die sind natürlich auch echt teuer. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man da entweder auf Angebote achtet oder sich mal nur eins, zwei, drei mitnimmt. Weil, ja, der Preis ist schon knackig. Bin aber echt gespannt, wie die sich verarbeiten lassen. Ich habe jetzt noch nicht groß mit den Inks eben gearbeitet, weil, ja, ich habe da noch nie so den Drang zu gehabt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wofür nutzt ihr die Inks? Habt ihr die Inks oder habt ihr nur die Oxide oder habt ihr nur die Inks, aber keine Oxides? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also alle Tipps und Tricks mit den Distress Inks in die Kommentare bitte. Und ich hab's mir gekauft und dachte mir so, ma, vielleicht fängst du ja doch irgendwann mal damit an. Embossing. Embossing ist so ein Thema für sich. Finde ich, dass es kann sehr aufwendig werden. Aber ich hatte gesehen, dass es von Ranger so wunderschönes Embossing-Pulver gibt, dass ich dann dachte so, okay, du probierst es jetzt einfach mal. Also habe ich mir einmal das Distress Ink Embossing-Stempelkissen mitgenommen. Ich merke gerade, dass es meine Finger hier so eingesifft sind. Vielleicht ist das Pad auch ein bisschen sehr feucht gewesen. Genau, da habe ich mir also einmal das Embossing-Ink mitbestellt. Muss ich gleich mal abwischen. Dann Distress Embossing, ein Dapper. Das hat, glaube ich, so eine Schwämmchen, Spitze. Habe ich nur mitgenommen, weil sah witzig aus. Ja, genau, das ist jetzt eben so eine Spitze. Und ich wollte eigentlich diese Dapper oder Dopper oder wie auch immer, die gibt es ja auch mit Distress
den Distress Ink Farben irgendwie. Ich habe die zumindest mal in anderen Videos gesehen und aber die habe ich leider nicht gefunden. Da würde ich auch noch mal nachgucken, weil ich das gerne mal ausprobieren möchte. Manchmal kaufe ich mir auch Sachen, um es einfach mal zu probieren. Wenn es geht, natürlich immer eine günstige Alternative. Manchmal geht es eben nicht. Und genau, das ist jetzt eben diese Embossing. Das war jetzt eben auch die Idee für ein Live, dass wir das mal zusammen machen mit diesem Embossing. Ich bin ein absoluter Embossing-Laie. Ich habe absolut keine Ahnung davon, weil es eben so aufwendig ist. Genau, und das sind diese wunderschönen Distress Embossing Powder oder Embossing Glaze heißt das hier. Und es ist so, so schön gewesen, dass ich da nicht dran vorbeigehen konnte. Genau, einmal das Fossilize Amber wieder, dieses Senfgelb, weil es einfach traumhaft schön ist. Dann natürlich Picket Raspberry, das habe ich jetzt auch ehrlich gefühlt in bald in allen Varianten. Außer die Sprays, da habe ich noch nicht eins von. Dann habe ich hier noch Peel It Paint. Das fand ich auch sehr cool. Und Pumice Stone, das ist auch ein Name. Und da ist recht viel drin. Also ich kann das schlecht abschätzen, ist das jetzt viel für ein Döschen, ist das wenig für ein Döschen. Ich gucke gerade, ob hier irgendwas draufsteht. Doch da, 14 Gramm sind das. Und erstmal finde ich diese Verpackung natürlich immer total cool. Aber das kann Ranger ja bei manchen Dingen wirklich gut, ne? Also Verpackungsopfer, bitte melden, hier bin ich. Und ja, das ist wie bei den Stempelkissen von Craftelia. Das sah einfach toll aus. Genau, da habe ich mir die jetzt mitgenommen. Und damit ich meinen Stempelturm oder die beiden Stempeltürme, ich habe ja zwei, auch richtig, richtig geordnet einsortieren kann, habe ich mir gleich einmal hier diese Labels mitbestellt. Die kann man ja vorne dann einfach auf seine, wie heißt das? Auf seine Stempelkissen kleben, so dass man eben genau von vorne aus sehen kann, welche Farbe ist das? Und ich hatte es nicht gesehen, hier ist direkt Oxide und Ink drinne. Und da ich das nicht gesehen habe, dachte ich mir, okay, du stellst es einfach zweimal, dann hast du ja zumindest für beide Sammelsurium eine Farbtabelle. Naja, gut, falls mal was schief geht, habe ich zumindest jetzt Ersatz. Und es ist schon Wahnsinn, wie viele Farben es gibt, ne? Also wenn ich richtig bin, dann ist das jetzt ja wohl auch zu Ende mit den Distress-Farben. Ich meine, jetzt ist die letzte erschienen. Ich bin gespannt, ob das so stimmt. Bin noch am Überlegen, ob ich mir nach und nach wirklich noch mal alle dazu holen soll oder ob ich das nicht mache. Ich bin mir da noch nicht ein bisschen unsicher. Aber denkt dran, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von den Distress Inks und Oxides haltet. Ist das was für euch oder sagt ihr so, nee, geht gar nicht? Genauso wie, ob ihr Bock habt, das Ganze mal auszuprobieren in einem Live-Video. Das würde ich natürlich super gerne mit euch machen. Das bringt immer sehr, sehr viel Spaß, was auszuprobieren mit euch. Haben wir bei den letzten beiden ja auch gemacht. Und dann kann ich euch jetzt nur noch einen wunderschönen Abend wünschen. Denkt dran, bleibt immer schön gesund. Das ist und bleibt das Wichtigste. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.